Herzlich willkommen zum zweiten Teil über Sardes. Ich zeige euch jetzt nochmal den Text, lest ihn noch einmal durch, will ihn nicht nochmal vorlesen. Während die Musik spielt, lest einfach in Ruhe den Text und dann sprechen wir weiter über das, was mit Sardes ist. Sardes ist eine der beiden Kirchen, die keinerlei Lob erhalten. Jesus kommt gleich zum Punkt und sagt ihr, dass sie, obwohl sie den Anschein von Leben hat, in Wirklichkeit tot ist. Es ist interessant, dass die Gemeinde in Sardes von keiner falschen Lehre geplagt wird, wie bei den anderen Gemeinden. Da hörten wir von Biliam, Isabel, den Nikolaiten oder ähnlichen Gruppen. Hier ist etwas ganz anderes im Spiel. Besucher mögen die Gemeinde als attraktiv empfunden haben. Es gab immer noch Werke, auch wenn sie nicht vollständig und akzeptabel waren, aber der weise und wunderbar liebende Jesus bezeugt, dass die Kirche tot ist. Wodurch ist man tot im christlichen Glauben, wenn man Jesus nicht mehr in seinem Leben wirken lässt? Die Form wurde anscheinend gewahrt, der Status quo aufrechterhalten. Wirtschaftliches Format und Einfluss mögen vorhanden gewesen sein, aber echtes, wirkliches Leben in seinem vollen Umfang war in der Gemeinde Sardes nicht zu finden. Die Gemeinde in Sardes war zu einer unbedeutenden Figur geworden, weil sie es versäumte, das Evangelium, die wahre, frohe Botschaft weiter zu verkündigen. Die Leser dieses Briefes, die sollen erwachen und auf die Botschaft des Heiligen Geistes hören. Deshalb wird Aufruf zur Umkehr und zum Hören mehrmals ausgedrückt. Vers 2, Vers 4, Vers 6. Dieser traurige Zustand bedeutete nicht, dass es für die Gemeinde keine Hoffnung gab. Wenn das nämlich der Fall gewesen wäre, warum würde dann Jesus die Gemeinde mit Imperativen und Appellen aufrufen? Und nachdem er schließlich die Diagnose gestellt hat und sie auch bekannt gegeben hat, ruft Jesus die Gemeinde mit 5 imperativen Worten zum Erwachen auf. Und dann folgt danach erst die Drohung. Nimmt die Drohung, die beabsichtigt, die Gemeinde zur Änderung und Aktion zu bewegen, bevor die Existenz einer Schar übriger Getreuer bestätigt wird. Beide Serien von Imperativen und Drohungen werden eingeleitet mit dem Konzept des Erwachens oder Aufgewecktwerdens. Was sind nun die 5 Imperative? Werde wach, sei wachsam, stärke, was am Absterben ist. Erinnere dich an die früheren Erfahrungen mit Gott, das heißt, was du empfangen und gehört hast. Halte es fest und tue Buße. Der erste Appell erinnert die Gemeinde an die Vergangenheit von Sardes, als aufgrund von mangelnder Wachsamkeit die Akropolis 2-mal von Feinden erobert worden war. Jetzt galt es, eine geistliche Niederlage zu vermeiden. In Vers 3, im zweiten Teil, ist die Wachsamkeit mit der Wiederkunft des Herrn verbunden. Der zweite Appell gilt dem Faktum, dass es in der Gemeinde immer noch Werke oder Ämter gab, die zwar funktionierten, aber in Gefahr standen, ebenfalls zu verlöschen bzw. abzusterben.
Schauen wir uns mal die einzelnen Punkte genauer an. Das, was er an die Gemeinde Sardes schreibt, von dem, der die sieben Sterne in seiner Hand hält, ist als erster Punkt wirklich zu merken: Hast du den Namen, dass du lebst und bist tot? Du hast einen Namen. Du bist christlich. Du bist ein Jesus-Anhänger. Du hast einen Namen, den ich dir gegeben habe. Sardes. Aber du bist tot. Das ist die Analyse. Dann werde wach und stärke das andere. Sorg dafür, dass andere, die die lebensspendende Kraft Jesu noch nicht kennen, dass sie gestärkt werden, dass sie zum Leben erweckt werden durch mich. Und du hast die Aufgabe, es ihnen nahe zu bringen. In Sardes war das nicht mehr der Fall. Sie hatten sich genauso angepasst wie die Juden. Es gab keine Konflikte mehr. So denke nun daran, wie du gehört hast, und halte fest. Was hast du gehört? Was hast du und ich gehört von Jesus? Oder war bei dir die Theologie immer das Wichtigste? Wir haben ein Problem innerhalb der christlichen Welt und vieler Denominationen. Wir beschäftigen uns mit Theologie und schlagen uns damit gegenseitig die Köpfe ein. Ich lese in letzter Zeit hauptsächlich die Evangelien. Ich setze mich zu den Füßen Jesu, um ihn in seiner Liebe wieder für mich zu begreifen. Ich las gerade mit meiner Frau heute Morgen die Auferstehung Jesu und das Grab war leer. Und Maria Magdalena, die Jesus besonders liebte, weil aus ihr sieben Dämonen ausgetrieben wurden. Sie dreht sich um, wo ist er? Und sie sieht ihn als Gärtner und sagt, wo hast du ihn hingelegt, damit ich ihn holen kann? Es kann doch nicht wahr sein. Und Jesus spricht sie an, Maria. Und sie antwortet, Rabuni, mein Lehrer, heißt das übersetzt. Was für ein Wort, das hat mich so getroffen. Jesus, mein Lehrer. Lass ich mich von ihm belehren oder von anderen? Lass ich es zu, dass er die Mitte meines Lebens ist? Ich möchte nicht, dass du nur Andachten dir anschaust, die jemand auf YouTube macht, wie ich. Lies in seinem Wort. Lies die Evangelien, kau sie. Lies sie langsam. Lies sie, dass sie eine tiefen Eindruck auf dich hinterlassen. Was hast du gehört? Halte es fest. Und wenn du nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb. Kann es sein, dass plötzlich das Leben zu Ende ist und du hast nicht wirklich mit Jesus gelebt? Kann es sein, dass er plötzlich kommen wird und wir haben als Gemeinde es versäumt, das Evangelium in Corona-Zeiten zu verkündigen? Kann es sein, dass wir die Veränderungen, die er uns aufgezeigt hat für unser persönliches Leben, dass diese Veränderungen nicht angepackt worden sind, obwohl er an unserer Seite stand und wollte uns helfen? Aber du hast einige, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Kleider besudeln mit Schmutz. Wenn ich aber das Kleid der Gerechtigkeit trage, wenn ich aber sicher bin, ich bin in Gottes Hand und ich bin geborgen und ich kann mit ihm leben und ich weiß, er verändert mich und ich lasse es zu, dass er mich verändert, dann wird jeder Fleck auf meinem Kleid automatisch gelöscht. Ich habe das mal dargestellt, vor einer Gruppe von jungen Leuten habe ich ein weißes Gewand angezogen und so mit Zaubertinte dann besprengt. Das ist das, was uns besudelt, die Sünde.
Aber wenn das Kleid der Gerechtigkeit bei mir ist, wenn es nicht mein Kleid ist, sondern das Kleid Jesu, seine Gerechtigkeit, seine Verkündigung, du bist, gehörst mir, ich halte dich fest, dann verschwindet die Sünde, weil Jesus sie schon längst getragen hat. Du bist kein Sünder mehr. Du bist ein Kind Gottes, ein Heiliger. Nicht ein Heiliger der katholischen Kirche, der irgendwann mal heilig gesprochen wird, sondern Paulus schreibt an die Heiligen in Korinth, an die Heiligen in Ephesus. Ja, wir sind Heilige durch Jesus Christus, unseren Herrn, weil wir ihm vertrauen. Nehmen wir den nächsten Punkt. Ich werde seinen Namen nicht. Und da ist das Wörtchen nicht ein wunderbares Wort. Nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Wir sind im Buch des Lebens, wenn wir Jesus angenommen haben. Wir stehen da drin. Du gehörst zu mir, sagt Jesus. Und niemand, Johannes Kapitel 10, wo er als der gute Hirte auftritt, wo er dann sagt, niemand, der mir vertraut, wird aus meiner Hand fallen und auch nicht aus der Hand meines Vaters. Was für ein Geschenk. Und dann, ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und den Engeln. Was ist das? Oh, er wird meinen Namen bekennen vor dem Vater und vor den Engeln. Ich will ihm vertrauen, ich will bei ihm bleiben bis in alle Ewigkeit. Ich will nichts anderes. Willst du das auch? Halt ihn fest. Halt ihn fest. Die Sünde trennt dich nicht von ihm. Die will er tragen. Gib sie ihm. Gib sie ihm. Gib sie ihm. Gib sie ihm. Er sagt, du kannst sie tausendmal mir geben, aber such mich. Geh zu meinem Wort. Herr, ich danke dir, dass du uns dieses Wort in Sardes gegeben hast. Ja, die Verheißung für die Übrigen, für den Rest, die dir vertrauen. Sie haben ein Kleid, das nicht besudelt ist, weil sie das Kleid der Gerechtigkeit tragen. Sie haben einen Namen, den du bekennst vor dem Vater im Himmel und vor den Engeln. Ich danke dir dafür, Herr. Danke. Amen. Sei gesegnet.